Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fahrenheit. Ja, weiter geht's. Entweder mit Lucas Kane oder mit Tyler Miles. Und wir sind einmal im Flow, deswegen nehmen wir jetzt Tyler. Hallo, keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Oh oh. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Okay. Den Ofen vorheizen, what? Die Bulle, komm, zack. Oh oh, Leute, ich rieche da wieder schlimme Sachen. Was, den Ofen vorheizen? Wir können ja noch Mucke anmachen. Okay, können wir nicht. Ohlala, Mamacita. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Tja, Weihnachten ist vorbei. Vielleicht, Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler. Oh. Okay, okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Kannst du Musik anmachen? Ich habe Lust zu tanzen. Ui, jetzt geht's ab, Leute. Oh, baby, yeah. Looking back over my years, I guess I shed some tears. Told myself time and time again. This time I'm gonna win. But another fight, things ain't right. I'm losing again. Takes a fool to lose twice. Start all over again. Manchmal drücke ich schräg, dann piept's, aber es wird trotzdem gezählt. Tanzen aber auch lange. Hey, warum kommt denn jetzt ein Ladebildschirm? Tyler hatte mir den Besuch bei Nazer und Jones bis ins Kleinste geschildert. Und vor allem das seltsame Verhalten eines der Angestellten, einem gewissen Lucas Kane. Nun hatte ich alle Teile des Puzzles. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Okay. Nein. Merken oder ansehen. Wir machen erst mal ansehen. Die Liste der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefon des Restaurants ausgemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Was ist das eigentlich? Fingerabdrücke? Nein, diese beiden passen nicht zusammen. Ah, wir sollen puzzeln, okay, ich verstehe. Telefon! Na, geh doch ran!
Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Aha. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. So, jetzt ist ja einfach. So, einmal E-Mail. Merken. Und jetzt. Fingerabdrücke. Nimm's. Verbinden. Eins ist sicher. Die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Oh oh. Du-du-du-dum. Du-du-du-dum. Merken. Was haben wir hier eigentlich? Nee, wir müssen natürlich zum Fax verbinden. Nein, das bringt nichts. Na gut. Herein? Hey Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. Gleich mal minus 20. Okay. So, haben wir denn auf meinem Tisch noch was? Natürlich, beiden Bücher merken. Verbinden, und zwar jetzt. Beide Bücher stammen aus der gleichen Sammlung und haben die gleiche Widmung. Sie gehören ganz klar derselben Person. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. So, wir haben aber noch was. Wir hatten doch hier noch mehr. Das reicht ja, zwei Beweise reichen. Sehr low. Na gut. Aber vorher spielen wir noch eine Runde Jojo. Ja. Yeah. Total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Ist es voll Profi da drin? Looping. Einmal machen wir noch. Na, oh, verkackt. So reicht dann auch. Wir sollen ja Tyler anrufen. So. Einmal Telefon. Lass einfach klingeln, Schatz. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein! Sorry, Babe. Hallo? Wer
Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Sorry, Babe. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Die tut mir schon so ein bisschen leid. Aber Job ist Job. Hier geht's immerhin um einen Mörder, um einen Mord. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als Einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. So. Jetzt hoffen wir, dass uns die nette Frau ohne Augen helfen kann. Die Rabenmutter. Im wahrsten Sinne. Agatha? Agatha, ich bin's. Lukas. Wer ist da durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich da? Agatha. Oh oh. Oh oh. Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als Einzige helfen. Sie wusste als Einzige Bescheid. Boah, müssen wir noch irgendwas machen? Hat sie etwas hinterlassen oder irgendwo eine Antwort versteckt. Ich muss ganz schnell die Wohnung durchsuchen, bevor die Polizei antrifft. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Käfig, Käfig. Käfig, schnell, Käfig. Hey, in diesem Käfig liegt ein Stück Papier. Nimm es. Mist. Die Tür ist nicht verschlossen. Ich muss den Schlüssel oder einen Gegenstand finden, um sie aufzubauen. Kommode. Im Futtersäckchen liegt ein Schlüssel. Ha! Jetzt hätte ich's gewusst, weil wir die ja füttern sollten vorhin. Zeitungsartikel aus dem Jahr 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lese? Okay, wir müssen weg, wir müssen weg. Ob wir nach vorne raus können? Ich glaube eher nicht. Stimmt echt durchs Fenster hinten. Hier ist die Polizei. Ist da jemand?
Hey Kevin, ruf den Notarzt! Da liegt jemand am Boden! Oh mein Gott! Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauche nicht lang. Nasta Nachtitlan Quentinet, Krachtrastni, Kastanechli Quechnitlan Nar.